Ja, hallo, hier ist mal wieder der Alex mit einem neuen Lightroom-Tutorial. Und zwar möchte ich euch diesmal zeigen, wie ich aus diesem Bild dieses Bild bearbeitet habe. Und das mit Hilfe von Weißabgleich und Teiltönungen. Dann gibt es nämlich mehrere Wege, so ein Bild zu erreichen, beziehungsweise so eine Bearbeitung zu erreichen. Ja, in der Beschreibung zu diesem Video findest du wie immer einige Links zu Amazon, worüber du Lightroom kaufen kannst oder auch Bücher zu Lightroom kaufen kannst. Wenn du etwas darüber kaufst, über diesen Link, dann unterstützt du diesen Kanal und dafür bedanke ich mich schon mal. Dann steigen wir mal in die Bildbearbeitung ein. Ja, das ist das Ausgangsbild und das möchte ich erstmal ein bisschen beschneiden. Und zwar nehme ich hier einfach oben ein wenig weg und an den Seiten, damit die Bildkomposition schon etwas besser zur Geltung kommt. Und so gefällt mir das wirklich schon um einiges besser. Und jetzt schauen wir nochmal genau. Die Profilkorrekturen und die chromatischen Aberrationen hier unten habe ich bereits aktiviert. Die Ausrichten, die Upright-Funktion bringt hier relativ wenig, denn in diesem Bild gibt es einfach keine gerade Linien oder geometrische Form, anhand dessen Lightroom das Bild besser ausrichten könnte. Gehen wir mal auf den Weißabgleich ein, die wichtigste Funktion eigentlich in diesem Bild. Hier können wir schon sehen, also der standardmäßige Weißabgleich ist der automatische Weißabgleich der Kamera, der Canon EOS 6D, mit der ich dieses Bild aufgenommen habe. Und natürlich, das war abends um 8:30 Uhr, Sonnenuntergang war da und die Lichtstimmung war natürlich realistisch viel, viel wärmer. Und das wollen wir natürlich genauso jetzt auch darstellen. Wir sollten das nicht übertreiben, aber wir können es ruhig mal übertreiben. Dann kann man sehen, wohin die Regler denn führen, wenn man das sehr ins Extreme reinzieht. Und ich würde das jetzt mal so auf dieser Position lassen. Und dann gibt es auch noch den Tönungskorrektur beim Weißabgleich. Und das Grünliche, das sieht schon etwas kühler aus. Ich sage mal in Anführungsstrichen emotionsloser. Und wenn man das etwas ins Lilane zieht, das sieht schon sehr passend aus. Aber da darf man auch nicht, also mit Doppelklick auf Tönung kann ich das wieder in die Ausgangsposition bringen. Aber da darf man es auch nicht zu doll übertreiben. Ich würde es einfach nur ein wenig ins Magentafarbene hineinziehen. Ja, die Belichtung könnte man vielleicht ein kleines bisschen aufhellen, die Kontraste etwas erhöhen. Lichter kann man eigentlich so lassen. Da tut sich dann auch nicht sehr viel. Die Tiefen können wir auf jeden Fall etwas aufhellen, damit das etwas einheitlicher wirkt. Und der Weißregler ist jetzt verhältnismäßig interessant, denn wir haben hier relativ starke Lichter an diesen, ich sage mal in Anführungsstrichen, Spitzlichtkanten. Also hier hat direkt die Sonne hineingeschienen. Der hintere Bereich dieser Blumen ist etwas dunkler als denn diese hellen Bereiche. Und um hier einen richtigen Kontrast oder Kontrast zu erhöhen, einen richtigen Kontrast zu bekommen, kann ich diesen Weißregler natürlich richtig schön aufdrehen. Damit ich nicht wirklich viele ausgebrannte Bereiche habe, kann ich einfach mal die J-Taste drücken und dann sehe ich hier, und zwar werden hier die Hellen und die Tiefen des Histograms dann farblich, ich übertreibe das mal, dargestellt in Form von roten Bereichen auf dem Bild. Und jetzt kann ich natürlich sehen, wie weit ich hier mit dem Weißregler gehen kann. Und so gefällt mir das schon ganz gut. Ich drücke wieder die J-Taste, um das Ganze wieder zu deaktivieren. So, und auch mit dem Schwarzregler gehen wir mal ein bisschen nach oben. Die Klarheit ist natürlich ein sinnvoller Regler. Ich gehe hier mal ein bisschen rein, denn also ich habe einigermaßen gut fokussiert, also ungefähr auf den Bildmittelpunkt hier auf diese Blume. Aber trotzdem können wir das Ganze noch etwas durch den Klarheitenregler hervorheben. Wir wollen das nicht übertreiben. Wir gucken uns das auch ruhig mal im Ganzen an. So. Ja, und so würde ich das lassen. Sehr spannend wird jetzt auch noch der Dynamikregler. Und zwar erhöht oder verstärkt er genau diese Orange- und Gelbtöne, die sowieso schon in dem Bild vorhanden sind. Wenn ich dann natürlich die Dynamik ganz rausnehme, kann man ungefähr sehen, dass dieses Grün und dieses Magentafarbene oder die rosane rötliche Blume hier gar nicht so richtig davon betroffen ist, sondern überwiegend diese Orange- und Gelbtöne hier. So, und deshalb erhöhen wir das hier so ein wenig. Genau. Und also wenn wir uns mal angucken, wir haben eigentlich quasi nur diese Regler hier oben benutzt und das Bild entsprechend zugeschnitten und schon haben wir halt ein sehr ansehnliches Ergebnis erreicht. So, ich mache das jetzt nochmal mit der Vorher- und Nachher-Ansicht. Vorher, nachher. Also wir haben quasi nichts Bildwichtiges verändert vom Bild als solches hier, aber natürlich stark in die Tönung eingegriffen.
Ja, und was ich jetzt noch machen möchte, ist euch einen anderen Weg zeigen. Ich nehme hier mal die Dynamik raus, die Tönung und auch den Weißabgleich oder die Farbtemperatur setze ich jetzt eben nochmal zurück. Die anderen Regler lasse ich so. Und jetzt gehen wir hier unten mal in den Reiter Teiltönung. Und hier kann man ganz Ähnliches erreichen. Das schauen wir einfach mal. Und zwar können wir die Lichter in einen bestimmten Farbton färben. Und hier nehmen wir, ich gehe eigentlich immer hier oben mit der Pipette ganz oben in den ganz stark gesättigten Farbtönen lang, um zu gucken, welche farbliche Richtung das denn überhaupt sein soll, die Tönung der Lichter. Und ja, und dann stelle ich halt wirklich die Stärke der Tönung ein. Und da muss man dann halt aufpassen, dass man es auch wirklich nicht übertreibt. Ja, so. So könnte man das beispielsweise lassen. Die dunkleren Bereiche, die könnte ich ebenso tönen. In diesem Bild könnte vielleicht etwas Grünes oder etwas Bläuliches interessant aussehen. Wie gesagt, ich übertreibe das jetzt natürlich maßlos. Nehme mal etwas Grünliches. So, und mache das nur ganz geschickt, ganz wenig. Und jetzt kann ich mit diesem Abgleichsregler abwägen, wo die Lichter anfangen und wo die Schatten anfangen, beziehungsweise jeweils aufhören. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ganz nach links gehe, dann wird so ziemlich alles grünig und wenn ich ganz nach rechts gehe, wird so ziemlich alles entsprechend der Tönung der Lichter eingefärbt. Und hier können wir zum Beispiel mal versuchen, ein Mittelmaß zu finden. Ja, so zum Beispiel. Und so haben wir auch schon eine ganz andere Bildsprache. Ich mache das eben nochmal mit dem Vorher-Nachher-Vergleich. Ja, kann man auch deutlich sehen, dass das Bild wärmer und wenn man jetzt an Sonnenuntergang denkt und auch diese Spitzlichter hier in dem Bild sehen kann, also man sieht auch einfach an dem Bild, an der Blume, dass die Sonne einfach an der Blume entlang strahlt. Und ja, mit dieser warmen Färbung kann man das Ganze natürlich noch sehr, sehr betonen und das Bild sehr, sehr viel emotionaler und wärmer machen. Ja, ich hoffe, das kleine Tutorial hat euch mal wieder gefallen. Ich würde mich wie immer über Feedback freuen und denkt immer schön an diese Amazon-Links in der Beschreibung zu diesem Video. Damit unterstützt ihr mich. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und freue mich über Feedback wie immer. Ciao!